Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Heute wollen wir ein Jahr betrachten, das insbesondere eine große Rolle gespielt hat im Denken und Erleben von Martin Luther. Es soll um ein Jahr gehen, dem er besonders intensiv gerungen hat. Es soll um Geschichten und Ereignisse gehen in denen auch wir uns wiederfinden können. Und damit uns das auch wirklich gelingt, wollen wir, wie wir es gewohnt sind, Gott bitten, dass er uns diese Einsicht auch heute beim Betrachten dieses Videos schenkt. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, wieder zurückzuschauen in die Geschichte. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was wir aus dieser Reformationsgeschichte lernen können für unser persönliches Leben dass wir sehen können, wie das Ringen von Martin Luther auch oft unser eigenes Ringen ist. Und dass wir in den Antworten, die er Stück für Stück gefunden hat, das Evangelium sehen, das du für jeden Menschen bereithältst. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist unsere Gedanken führst und leitest und danken wir dir dafür durch Jesus Christus. Amen. Teil 12. 1507 Schrei der Seele. Das Jahr 1507 sah nun Martin Luther als Mönch im Augustinerkloster in Erfurt. Er war jetzt Bettelmönch. Das heißt, er musste von Haus zu Haus gehen, um sich das Essen zu zu erbetteln. Das, was er eigentlich hier ja als Kind in Magdeburg und auch in Eisenach getan hatte, wo er dann ja aufgenommen worden war in eine begüterte Familie. Und mit den 23, 24 Jahren, die er jetzt alt war, war das natürlich etwas, was sein Gemüt durchaus beeinträchtigt hat. Etwas, das seiner Psyche nicht gut tun konnte, gerade in dem Alter, in dem man besonders nach Identität, nach Anerkennung sucht, jetzt als Bettler von Haus zu Haus gehen zu müssen. Die Mönche hatten eine einfache Kleidung zu tragen: alles war aus Wolle, abgesehen von der leinenen Unterhose. Da gab es das weiße Hemd, die weißen Socken, die weiße Tunika, einen schwarzen Lederriemen. Das Skapulier, eine weiße Kappe und dann natürlich die schwarze Kutte mit Kapuze und Ledergürtel. Wenn der Mönch auf Reisen war, gab es noch einen Hut und einen Mantel dazu. Auch das Bettzeug im Konvent war sehr simpel: zwei Wolltücher, ein Kissen und eine Decke. Geheizt wurde so gut wie gar nicht. Nur ein einziger Raum im ganzen Kloster war beheizt. Das Frieren, so glaubte man, gehörte zu den gottgefälligen Strapazen. Luther hat spät einmal gesagt, dass er oft im Gottesdienst fast buchstäblich erfroren ist. Der Tagesablauf orientierte sich vor allem an den sogenannten Stundengebeten. Immer wieder zu bestimmten festgelegten Zeiten sollten die Mönche bestimmte Gebete verrichten. Da gab es ganz festgelegte Zeiten. Zum Beispiel schon in der Nacht, quasi noch vor dem Aufstehen, gab es die Matutin, ähm, mit der sozusagen das, der, der Tag begann. Später gab es dann die, die Prim um 6 Uhr morgens. Das gibt uns also einen Eindruck, wann die Matutin gebetet worden ist. Dann um 9 Uhr die Terz, die Sext um 12 Uhr, dazwischen ein Mittagsmahl dann eine Ruhestunde um 15 Uhr die Non, dann noch die Vesper und dann das komplett am späten Abend. Es mussten Psalmen gebetet werden und es musste natürlich das Vaterunser gebetet werden. Zwischen diesen Stundengebeten gab es auch verschiedene Versammlungen. Am wichtigsten war die Kapitelversammlung zwischen Matutin und Prim. Dort gelangte man mit einer Prozession hin und dort wurden dann die Heiligen und die Märtyrer des nächsten Tages verkündigt. Und daher hatte die Veranstaltung ihren Namen. Ein biblisches Kapitel wurde dann am Morgen vorgelesen. Jeden Freitag war eine besondere Veranstaltung. Das Kapitel hieß dann Schuldkapitel, weil die Gelegenheit bestand, für jeden Mönch Schuld zu bekennen, öffentlich darauf hinzuweisen, was er verkehrt in der letzten Woche gemacht hatte. Man unterschied vier Grade der Schuld. Die leichte Schuld, die schwerere Schuld, die schwere Schuld und die schwerste Schuld. Zur leichten Schuld gehörte sehr Vieles verschiedenes, zum Beispiel unter anderem zu spät kommen, schlechtes Lesen oder Singen, dass man die Augen schweifen ließ, Unruhe in der Kirche oder Zelle fehlen beim Lesen oder Singen, Lachen galt als leichte Schuld oder sogar andere zum Lachen gebracht zu haben, Vernachlässigung des Altars und der Gewänder, wenn man ein Buch ausgeliehen hatte und es nicht zurückgestellt hatte. Wenn man Gegenstände zerbrochen hatte, eine Speise verschüttet hatte, wenn man geflucht hatte, ein Amt vernachlässigt hatte oder auch das Murren über Kleidung und Speise sowie das Brechen des Schweigens zu den vorgesehenen Schweigenzeiten. Das alles galt als leichte Schuld und wurde dann von dem Prior, dem Vorsteher des Klosters, mit dem zwangsweise Beten von mindestens einem Psalm bestraft. Ein sehr merkwürdiges Konzept, das das Beten eines Psalmes als Strafe darstellt. Kein Wunder, dass die Mönche ein äußerst kritisches, ein äußerst angespanntes Verhältnis zum Beten bekamen, wie wir gleich noch sehen werden. Zur schwereren Schuld gehörten da Dinge wie Streit, Lüge, Zwietracht, Lästern. Das Reden mit einer Frau oder auch das Brechen des Fastens und das konnte schon bestraft werden mit drei Fastentagen auf der Erde und dann einem Psalmgebet. Die schwereren Schuldvorgänge wie zum Beispiel Rebellion, Verstockung, Todsünde oder auch heimlicher Besitz hatten dann entsprechend noch schlimmere Strafen. Aber Luther hatte mit diesen Dingen meistens nichts mehr zu tun. Wenn er Verstöße zu bekennen hatte, dann waren das meistens eher kleine, vernachlässigbare Dinge. Verstöße gegen liturgische Vorschriften zum Beispiel. Aber alles war so streng reglementiert, dass schon der kleinste Fehler als zumindest leichte Schuld galt und man ständig wieder Dinge gut machen musste. Das ging so weit, dass das Beten selbst sehr konkreten Regeln unterlag. Man musste nämlich richtig beten. Das Beten an sich selbst rettete noch niemand, sondern es musste mit Sinn und Verstand gebetet werden. Gleichzeitig war das allerdings fromme Leistung, denn durch das Beten konnte man ja etwas bei Gott gewinnen. Und so bestand ständig die Angst, die Worte nicht richtig ausgesprochen zu haben oder die Gebete nicht richtig gemeint zu haben. Wer konnte schon wissen, ob er jedes Wort so verstanden hatte, wie er es gebetet hatte? Luther sprach später von den Flattergebeten, die man ständig dort verrichtete. Hatte die Bibel nicht gesagt, betet ohne Unterlass? Im Mönchswesen hatte man das jetzt so uminterpretiert, dass ständig irgendwo im Kloster gebetet werden musste. Hugo von St. Victor hatte einst gesagt, dass für jede verachtete Silbe im Stundengebet man am jüngsten Tag Rechenschaft ablegen müsse. Und entsprechend groß war die Angst der Mönche und vor allem auch des besonders gewissenhaften Martin Luther's, irgendwann irgendwo etwas falsch gebetet zu haben. Wenn man Stundengebete versäumte, musste man sie später nachholen. Ein Mitmönch von Luther hat jahrelang die Stundengebete alle doppelt gebetet, weil er Angst hatte, irgendwann welche versäumt gehabt zu haben und um Versäumte nachzuholen. Es war ein Leben unter frommen Leistungsdruck. Und für den Martin Luther, der ja unbedingt nach dieser Gewissheit, nach dieser Sicherheit suchte, war das alles äußerst irritierend. Es gab zwei Mahlzeiten im Kloster, das Frühmahl um die Mittagszeit und dann das Abendessen. Jeden Freitag und vor großen Festen wurde gefastet, außerdem natürlich äh, in der Fastenzeit vor Weihnachten und Ostern zusätzlich an Mittwoch und Samstag. Fasten hieß damals oftmals lediglich kein Fleisch, ansonsten war der Fastentisch trotzdem recht gut gedeckt. Es gab aber auch das extreme Fasten und Luther kannte das aus eigener Erfahrung. Öfter mal fastete er drei Tage lang ohne irgendetwas zu essen oder auch nur zu trinken. Luther mochte die Fastenzeiten, denn durch die Fastenübung konnte man besonders viel Leistung erbringen, durch strenges Fasten konnte man Sündenvergebung bekommen und deswegen hat er sich besonders diesem Fasten hingegeben, hat seinen Leib kasteit in der Hoffnung, endlich heilig werden zu können. Interessanterweise hat Luther mit der Sexualität eher weniger Probleme gehabt. Viele Mönche hatten ja enorm zu kämpfen mit dem Gebot des Zölibats. Aber Luther, so scheinen die Quellen es nahezulegen, hatte keine besonderen Kämpfe mit seiner Sexualität. Er ging Frauen auch ganz bewusst aus dem Weg. Doch auch er berichtet von bösen Träumen und bösen Gedanken, denen er nicht ganz entronnen war. All das musste dann natürlich gebeichtet werden. Und auch das Beichten war etwas Besonderes für Luther, denn hier konnte man ja die Sündenvergebung bekommen. Es gab ganz spezielle Beichtbücher, wo die verschiedenen Fälle behandelt wurden. Zum Beispiel die sogenannte Engelssumme. Hier ein Beispiel von Angelo de Clavasio oder auch Angelo Carletti di Chivasso. Je nach Quelle wird er unterschiedlich äh, bezeichnet. Luther hat schon damals diese Beichtbücher nicht gut gefunden, weil es ihm seltsam vorkam, dass man all das so kasuistisch, so nach Fällen getrennt durchexerzieren könnte. Es kam beim Beichten auf die vollständige Erinnerung an alle Sünden an. Und deswegen hat Luther immer wieder auch Generalbeichten abgelehnt, in denen er versucht hat, sich an alles zu erinnern, was er im Leben verkehrt gemacht hatte. Die Angst war natürlich groß vor dem Fegefeuer. Jemand, der nicht ganz heilig geworden war in diesem Leben, würde ja dort dann, so war die Lehre Roms, obwohl diese in der Bibel sich nicht finden lässt, er würde dann in diesen Flammen zusätzlich gereinigt werden. Und die Mönche hatten natürlich, wie der Rest der Menschheit, große Angst vor diesem Fegefeuer. Aber sie hatten ja die Gelegenheit, durch besonders vieles Beten und besonders vieles Singen zu ihrer Gottes und besonders vieles Beichten, diesem Fegefeuer hoffentlich zu entrinnen. Dass man bei der Beichte die Absolution bekam, das heißt, die Zusicherung der Vergebung, hing davon ab, dass man aufrichtig gewesen ist. Und dass man die Genugtuung, die einem auferlegt wurde, dann auch richtig absolvierte. Mit anderen Worten, man beichtete meine Sünden, äh, die Sünden, man musste dabei aufrichtig sein, aber der Beichtvater gab dann eine Genugtuung auf, also eine gewisse Anzahl von Psalmen, die gebetet werden mussten, eine, eine gewisse gute Taten. Und nur wenn die auch richtig getan worden waren, dann konnte man da in Anspruch nehmen, Vergebung erhalten zu haben. Da man sich aber nie ganz sicher sein konnte, ob die eigene Reue auch gut genug war und ob die Taten auch so richtig waren, gab es diese ständige Unsicherheit, ob man jetzt wirklich erlöst ist oder nicht. Man lehrte die Mönche, dass sie die Zerknirschung über die Sünde selbst erzeugen sollten. Aber alles, was der Mensch tut, ist immer mit Unsicherheit behaftet. Und so war man sich nie ganz sicher. Man hat auch versucht, die Mönche von falscher Halsgewissheit abzuhalten und deswegen immer wieder besonders betont, dass man sich nie zu sicher sein konnte. Und den Luther, den, von dem wir gesehen haben, dass er gerade nach Sicherheit suchte, hat das schier irre gemacht. Er sagt, einmal habe ich sechs Stunden. Gebeichtet. Er wollte alles loswerden. An anderer Stelle sagt er, da war solch Laufen, dass man sich nimmer konnt satt beichten. Und einmal sagte er, wir machten die Beichtväter müde. Einige Beichtväter von Luther haben sich irgendwann geweigert, seine, seine Beichten entgegenzunehmen in der Form, wie Luther sie immer hervorbrachte. Weil ganz deutlich war, dass Luther eigentlich ein Problem mit seinem Bild von Gott hatte. Dieses Problem war natürlich nicht einfach nur Luthers Problem. Viele Mönche kämpften mit dieser Vorstellung, dass Gott einfach nur Leistung suche. Und das hat für große innere Not gesorgt. Luther dachte, dass wenn er in das Kloster kommt, dass er dann heilig werden würde. Und er tat sein Bestes und gab sein Bestes. Doch er fand diese Heiligkeit nicht so wirklich. Er wurde Anfang des Jahres 1507 zum Diakon geweiht. Das war die nächste Weihestufe. Er war ja auf dem Weg irgendwann Priester zu werden. so war ja der Plan. Und während Luther versuchte durch all diese Übungen und durch die Askese und das Heiligsein heilig zu werden, geschah natürlich viele andere Dinge in der Welt. Am 12. März, kam Cesare Borgia, dieser berüchtigte Prinz, ums Leben. In seinen frühen 30ern ist er gewesen, als er bei einem Aufstand im kleinen spanischen Staat Navarra ums Leben kam und so seine sehr illustre und äußerst provokative Laufbahn ein Ende fand. Am 18. März machte der römisch-deutsche König Maximilian I. seine Tochter Margarete von Österreich, die ja noch eine Tochter der verstorbenen Maria von Burgund gewesen war. Er machte sie jetzt zur Statthalterin der Habsburgischen Niederlande. Und besonders bedeutsam wurde sie jetzt, weil Maximilian veranlasste, dass die Kinder des verstorbenen Philipp von Burgund von ihr erzogen werden sollten. Wir erinnern uns, in einer anderen Folge haben wir gesehen, dass dieser Philipp von Burgund starb und seine Frau als wahnsinnig galt. Und eines dieser Kinder von Philipp von Burgund war natürlich der junge Karl, der jetzt von Margarete von Österreich erzogen wurde. Im Frühjahr war es Johann von Staupitz, der dem Kurfürsten von Sachsen einen Rat gab? Friedrich III. suchte immer noch begabte junge Leute für seine relativ neue Universität in Wittenberg, und Staupitz gab ihm einen Tipp. Da gab es diesen brillanten Rechtsgelehrten, der in Bologna studiert hatte, Christoph Scheuer, 25 Jahre alt, und der sollte Professor in Wittenberg werden. Gesagt, getan, am 8. April kam dieser Christoph Scheuerl tatsächlich in Wittenberg an und begann schon fünf Tage später mit den Vorlesungen. Er unterrichtete das kirchliche Recht und auch humanistische Literatur und begann sofort, das Niveau in Wittenberg noch mehr anzuheben. Er entwarf Statuten, die sich an den Statuten Bolognas... Orientierten, also damit sozusagen den humanistischen Standard, wie er in Italien schon äh, praktiziert wurde, auch jetzt in Wittenberg einzuführen. Und das hatte zur Konsequenz, dass noch mehr humanistisch, also modern gesinnte Gelehrte und auch Studenten sich auf den Weg nach Wittenberg machten. Diese äh, Beschäftigung dieses jungen Christoph Scheul hob noch einmal das Ansehen der jungen Wittenberger. Universität. Fast zeitgleich kam nach Wittenberg auch der ehemalige Lehrer von Martin Luther, Judokus Trutvetter oder besser gesagt, er wurde jetzt Professor in Wittenberg. Er war ja schon an der Schlosskirche beschäftigt gewesen und er war dem Humanismus recht aufgeschlossen gegenüber und kam auch mit Scheuel ganz gut zurecht. Im April ist es dann gewesen, dass Martin Luther zum Priester geweiht wurde? Und das war eine im mittelalterlichen Denken ähm, eine unglaublich hohe Ehre, denn der Priester galt als der tatsächliche Vermittler zwischen Gott und Mensch. Schon bald sollte seine erste Messe stattfinden, die sogenannte Primitz, und dazu liefen jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am 13. April zur gleichen Zeit wurde Konrad Hubert in Bad Bergzabern geboren und auch ihn werden wir im Laufe der Zeit noch weiter verfolgen. Und am 30. April begann in Konstanz ein neuer Reichstag. Auf diesem Reichstag war es der Kurfürst von Sachsen, Friedrich III., der mit päpstlicher Erlaubnis einen Aufruf machte an alle Reichsstände, er war nämlich ein, be, ein be, begeisterter Sammler von Reliquien und er machte diesen Aufruf mit Genehmigung des Papstes, dass all die anderen Stände ihm, wo es Möglichkeit dazu gebe, ihm Reliquien überlassen sollte. Er wollte eine besonders große Sammlung dieser Reliquien anfertigen. Reliquien waren damals im mittelalterlichen Denken etwas ganz Besonderes. Es gab, Tausende, Zehntausende von Splittern des Kreuzes, irgendwelche kleinsten Abbrüche von Knochen von vermeintlichen Märtyrern oder Heiligen oder Aposteln. Und Friedrich der hat daran ganz fest geglaubt. Er hatte ja schon damals auf seiner Jerusalem-Reise etliches an Reliquien mitgebracht und so einen Grundstock gelegt für seine später wirklich beeindruckende Sammlung. Und so bekam er auch aufgrund dieses Reichstages immer mehr Reliquien in seinen Besitz. Am 1 Mai wurde der frisch angekommene Christoph Scheuel dann auch Rektor der Akademie in Wittenberg. Und dann kam der große Tag der 2. Mai. Martin Luther sollte seine erste Messe, Lesen die Primits. Luther hatte vor diesem Tag großen Respekt und als er kam, hat er es förmlich mit der Angst zu tun bekommen. Als er dann während der Messe zu den entscheidenden Worten kam, als es darum ging, dass so war ja die, wenn auch unbiblische Vorstellung, dass Gott buchstäblich in der Hostie ist, da hat Luther förmlich einen Todesschrecken bekommen und wollte am liebsten weglaufen. Luther war nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist. Immer wieder kam das vor, dass Priester sich so unwürdig fühlten, weil sie in der Hostie den Richtenden Christus sahen, den Richter der Welt, und sie selbst mussten rein heilig sündlos sein, um ihm begegnen zu können. Für Luther war das eine enorme Anfechtung. All das geschah unter den Augen von Verwandten und Freunden, die gekommen waren. Darunter sein Vater, Hans Luther, der mittlerweile 48 Jahre alt war und 20 Reiter mitgebracht hatte, um der ersten Messe der Primit seines Sohnes beizuwohnen. Noch immer war er nicht versöhnt. Mit Martin. Als es hinter ein Festmahl gab und ähm, Martin auf seinen Vater zuging und die Versöhnung initiieren wollte, da beharrte Hans darauf, dass Martin nicht ohne seinen Willen diesen Schritt hätte gehen können, dass er ihm vielmehr Gehorsam hätte sein sollen. Und er bezweifelte, dass es wirklich eine göttliche Berufung war, die Martin Luther ins Kloster geschickt hatte. Er bezog sich dabei auf das fünfte Gebot. Das heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott dir gibt. Und für Luther war das also ein, durchaus ein Familiendrama, dass jetzt an diesem feierlichen Tag, auf den er so lange hingearbeitet und gehofft hatte, sein Vater zwar da war, aber deutlich machte, dass er eigentlich das Ganze für nicht richtig hielt. Andere Freunde waren ebenfalls eingeladen darunter Johannes Braun, sein ehemaliger Lehrer Wiegand Güldenapf oder auch sein Großonkel Konrad Hutter aus Eisenach. Dass sein Vater Hans Luther mittlerweile nicht mehr so arm war wie früher, hatten wir bereits an anderer Folge thematisiert. Jetzt zeigte sich das unter anderem darin, dass er gleich 20 Gulden für das Kloster mitbrachte und sie spendete. Trotzdem blieb die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn Martin angespannt und nicht gelöst. Luther hat sich dennoch weiter ganz hineingestürzt in das heilige Leben als Mönch. Er berichtet, wie er bei der Fußwaschung am grünen Donnerstag sich besonders demütig verhalten hatte und wie er dann einen echten Stolz empfand, so demütig gewesen zu sein. Bis ihm aufging, dass das ja ebenfalls eine Sünde war und er über sich selbst dann erschrak, er steckte ungemein tief im Leistungsdenken des Klosters. Wenn er eine Messe richtig gelesen hatte, fühlte er sich wie auf Wolke 7. Aber oftmals nahm er nicht einmal an der Messe teil, weil er sich unwürdig fühlte und sei es nur, weil er einen nächtlichen Samenerguss gehabt hatte. Für Luther war das Leben. Als Mönch ein ständiges emotionales Auf und Ab, Auf und Ab. Und ständig waren da diese Anfechtungen, diese Ungewissheit, ob er wirklich bei Gott angenommen ist. Immer wieder beichtete er und irgendwann sagte ein Beichtvater ihm, dass er glaube, dass Luther Gott zürnt. Luther hat dann im Sommer 1507 das Theologiestudium aufgenommen. Es lag ja auf der Hand, er war ein junger Gelehrter, er war ein brillanter Denker und er interessierte sich für die Bibel. So begann er jetzt in Erfurt das Studium der Theologie. Das war eigentlich auf fünf Jahre veranschlagt, aber Mönche im Orden konnten es in einer verkürzten Fassung studieren. Und dass Luther jetzt als so frischer Mönch, so jung an Jahren, bereits ein solches Angebot erhielt, hat natürlich auch für Neid unter den Klosterbrüdern gesorgt. Das zeigte sich unter anderem darin, dass ihm die besonders unangenehmen Pflichten auferlegt wurden. Zum Beispiel sollte er oft die Latrine reinigen. All das hat ihn nicht davon abgehalten, sich in die Bibel zu vertiefen. Der Leiter des sogenannten Ordensstudiums, wo man also innerhalb des Klosters studieren konnte, war ein gewisser Johann Natin. Aber der hat keinen wirklich bleibenden Eindruck auf Luther hinterlassen, er war kein besonders tiefgehender Theologe. Luther hat sich stattdessen neben den Pflichtveranstaltungen und dem Pflichtstudium vor allem dem Bibelstudium gewidmet und hat sich mit Begeisterung in dieses Buch vertieft. Hauptgegenstand des Studiums waren die sogenannten Sentenzen des Petrus Lombardus. Das war ein mittelalterlicher Theologe, der in vielen einzelnen kurzen dogmatischen Sätzen sozusagen das dogmatische Gebäude des mittelalterlichen Christentums zusammengefasst hatte. Da ging es viel auch um die Frage, wer Gott ist und die... Dreieinigkeit und verschiedene theologisch-dogmatische Fragen, die in einzelnen kurzen Sätzen, deswegen Sentenzen genannt, abgehandelt wurden. Und das wurde sehr gründlich studiert. Man studierte nicht nur die Sentenzen, sondern auch die Kommentare verschiedener Theologen über die Sentenzen. Und dieses Werk galt sozusagen als das Standardwerk der mittelalterlichen Theologie und Dogmatik. Ebenfalls im Sommer 1507 trat der junge Martin Buzer im Elsass in den Dominikanerorden ein. Nach eigener Aussage ist er davon von seinem Großvater gezwungen worden. Er hatte vorher ja die Lateinschule in Schlettstadt besucht. Und was die genauen Gründe gewesen sind, ist nicht genau bekannt. Aber das kam nicht selten vor, dass junge Menschen sogar gegen ihren Willen in die Klöster gesteckt worden sind. Am 26. Juli endete dann der Konstanzer Reichstag. Und im Laufe dieser äh, politischen Verhandlungen war auch deutlich geworden, dass im nächsten Jahr der deutsche König Maximilian I. nach Rom reisen wolle, um sich dort dann zum Kaiser zu ausrufen zu lassen. Er wäre also für einen längeren Zeitraum außerhalb des Reiches und so brauchte er einen Stellvertreter, einen sogenannten Reichsvikar, der ihn vertreten würde. Und Maximilian I. entschied sich für einen der sieben Kurfürsten, nämlich für Friedrich III., den Kurfürsten von Sachsen. Er sollte jetzt für die Zeit der Abwesenheit den König vertreten. Es wurden sogar spezielle Taler, gedruckt und geprägt, die also bestimmte Taler geprägt, die diesen Titel des Statthalters äh, verewigt haben. Zum Wintersemester 1507 ist dann Jodokus Truttvetter, der ehemalige Lehrer von Luther, sogar zum Rektor der Universität in Wittenberg gewählt worden. Und am 23. Oktober ereilte den jungen Iniego Lopez de Loyola, später bekannt als Ignatius von Loyola, ein Schicksalsschlag, sein Vater starb und er wurde daraufhin Page äh, bei einem verwandten Schatzmeister der kastilischen Krone. Seine Mutter war ja schon kurz nach seiner Geburt gestorben und so war er jetzt weise und wie gesagt am Hofe eines verwandten Adligen tätig. Am 11. November 1507 wurde Petrus Medmann in Köln im Erzbistum geboren und auch er würde später eine Rolle in der Reformation spielen. Und am 15. Dezember stieg Johann von Staupitz noch ein wenig höher hinauf in der Karriereleiter des Ordens. Er war nun nicht nur der leitende Generalvikar aller reformierten Augustiner-Eremiten, nein, er wurde jetzt auch zum Vorsteher, zum prior der gesamten sächsischen Ordensprovinz gewählt. Das heißt, er war der Vorsteher von sämtlichen Augustiner-Eremiten-Klöstern in der sächsischen Provinz. Und damit unterstanden ihm nicht nur die reformierten Klöster, sondern auch die normalen, die nicht reformierten Augustiner-Eremiten. Da er allerdings zu den reformierten gehörte, würde das ja bedeuten, dass all die anderen Klöster jetzt auch den Reformierten quasi mitzugehörig äh, sich fühlen könnten oder zumindest auch im Sinne der Reformbewegung jetzt verwaltet werden würden. Einige reformierte Klöster interessanterweise haben diese Entwicklung kritisch gesehen. Sie befürchteten, dass wenn sowohl die reformierten als auch die nicht reformierten Augustiner-Eremiten von einem Mann gleichzeitig verwaltet werden, dass dann die Reform darunter leiden würde, dass es zu Kompromissen kommen würde und zu einer Verwässerung der Reformidee. Sehr interessant, wie bestimmte äh, Schwierigkeiten und Konfliktsituationen bis in unsere heutige Zeit immer wieder... Auftreten. Zum Beispiel das Kloster in Nürnberg war ganz besonders kritisch und hat sich dagegen gewandt. Ebenfalls 1507 erschien die sogenannte Otmar-Bibel, eine der wenigen deutschen Bibelübersetzungen jener Zeit. In Augsburg ist sie gedruckt und verlegt worden. Und ein Beispiel zeigt, wie merkwürdig das Bibeldeutsch damals noch klang. Hier ein Beispiel aus 1. Mose 38. In der Zeit ging Judas ab von seinen Brüdern und kehrt ein zu einem Mann Odolamiten mit Namen Hyram und sah da ein Tochter eines Menschen Hanai, das ist ein Kananäer, mit Name Sue. Und do er sie hätte genommen zu einem Weibe, er ging ein zu ihr, sie empfing und gebar einen Sohne und er hieß seinen Namen Herr. Da war also noch einiges zu tun, um die Bibel in ein wirklich gutes Deutsch zu bringen, aber das ist ja bekanntermaßen die Geschichte späterer Jahre. Ebenfalls 1507 lebte der mittlerweile ja nach Villach geflüchtete Joachim von Watt, der sich selbst Vadia nannte, der ein Freund von Zwingli in Wien gewesen war, ähm, er lebte jetzt dem Benediktinerstift in Osiach. Er war immer noch äh, nicht nach Wien zurückgekehrt, wo er vor der F Pest geflüchtet war. Er bereiste auch Italien und hat so seinen Horizont deutlich erweitert. Weitere Ereignisse noch aus dem Jahr 1507. Johann Gramann wurde mit 20 Jahren Baccalaureus in Leipzig an der Universität, hat also seinen ersten akademischen Grad erworben. Und eine weitere Person der Reformationsgeschichte gilt es hier einzuführen: Lazarus Spengler, 28 Jahre alt, wurde in jenem Jahr vorderster Ratsschreiber in Nürnberg, also der Chef der Kanzlei. Und welche Rolle er noch in der Revolution zu spielen hat, werden wir dann auch in künftigen Folgen sehen. Paul Lindenau mit 18 wurde Benediktinermönch in Chemnitz. Also, wir sehen über die Folgen hinweg, immer wieder haben Leute studiert und sind dann schon mit frühen Jahren in ein Kloster gegangen. So auch der 18-jährige Paul Lindenau, der Benediktiner wurde. Kaspar Schwenkfeld hat in diesem Jahr die Universität gewechselt. Er ging von Köln nach Frankfurt-Oder, an diese ganz frisch gegründete neue Universität. Er war 17 Jahre alt. Und Thomas Wittenbach, den wir kennengelernt haben als den Lehrer von Zwingli in Basel, wurde in jenem Jahr Pfarrer an der Stadtkirche von Biel. Zwinglis Freund Leo Jud, ebenfalls in Basel hat er ja kennengelernt, wurde in diesem Jahr Diakon in Basel und hat dort an der Kirche gewirkt. Und dann gibt es etwas zu erzählen aus dem Leben des jungen Philipp Schwarzert. Er begann mit zehn Jahren die Lateinschule in Pforzheim zu besuchen. Das war nicht nur irgendeine Lateinschule, wie es viele damals gab. Es war eine der besten im ganzen Land. Reich. Dort wurde nicht nur Latein, sondern sogar Altgriechisch vermittelt. Und so lernte der junge Philipp die griechischen und lateinischen Poeten kennen, natürlich Aristoteles. Nur die besten Schüler wurden hier unterrichtet. Es war sozusagen eine Art Eliteschule. Doch der junge Philipp Schwarzherd übertraf sie alle. Schon in diesen jungen Jahren, im Kindesalter, zeigte sich, dass er ein war, das seinesgleichen suchte. Und sein Großonkel wurde auf ihn aufmerksam. Sein Großonkel war ja Johannes Reuchlin, der bekannte und allseits geschätzte Humanist, der sich des Hebräischen so sehr verdient gemacht hatte in jenen Jahren. Und Reuchlin überlegte, wie er seinen Großneffen noch besser fördern könnte und wie er dessen Karriere planen konnte. Denn es zeigte sich, dass der junge Philipp tatsächlich zu höherem Berufen war. 1507 haben die Portugiesen versucht, auch den Indienhandel zu stabilisieren. Dazu wurden etliche ostarabische Städte erobert und außerdem die Insel Hormus <kühm> am Golf. Und dann ein Moment der Weltgeschichte geschrieben hat auf einer Karte von deutschen Kartographen unter anderem von Waldseemüller kommt zum ersten Mal ein Name vor der jetzt für die neu entdeckten Westgebiete verwendet wird nach dem Entdecker Amerigo Vespucci der vor allem ähm, im Süden dieser neu entdeckten Gebiete gewirkt hat, entscheidet man sich, diese ganze Gegend als Amerika zu bezeichnen. Und dieser Name hat sich bekanntermaßen eingebürgert und ist bis heute der Name sowohl für den Nord als auch für den Südteil jenes Kontinents. 1507 sind auch bedeutende Schriften des altrömischen Schriftstellers Tacitus entdeckt worden. Annalen. In einem Kloster in Deutschland, unter anderem auch der Bericht über die Varusschlacht und über Arminius, der die römischen Legionen damals in der Schlacht im Teutoburger Wald in die Flucht geschlagen hatte. Das war schon längst nicht mehr so präsent gewesen. Und als man das jetzt entdeckte und dann nach und nach untersuchte, hat das natürlich auch dem deutschen Nationalbewusstsein etwas äh, Auftrieb gegeben. Während also Martin Luther 1507 als Mönch sich selbst kasteit hat, hat zeitgleich Zwingli jetzt in seiner neuen Pfarrstelle im Glarus ein ganz gewöhnliches Pfarrersleben eigentlich erst einmal gelebt. Er hat auch durchaus hier und dort die Vergnügung des mittelalterlichen, der mittelalterlichen Gesellschaft in Anspruch genommen, ohne in direkte Skandale verwickelt gewesen zu sein. Aber noch zeigte sich eigentlich so gut wie nichts Reformatorisches in seinem Wirken. Aber davon wird natürlich später die Rede sein. Schon jetzt, 1507, zog ein Mann durch die Lande, von dem wir später noch viel hören werden. Seit 1505 war er in Sachsen unterwegs. Sein Name war Johann Tetzel. Er war etwa 47 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, deutlich älter als... Martin Luther zum Beispiel. Er war der Sohn eines Goldschmieds in Pirna gewesen, hatte in Leipzig Theologie studiert und war dann in ein Dominikanerkloster gegangen. Er hatte als Lehrer und Prediger gewirkt und dann den Ablasshandel gepredigt. Zunächst für den Deutschen Ritterorden und dann auch in Polen. Seit 1505 war er jetzt als Ablassprediger in sachsen Unterwegs und gerade in jener Zeit werden so manche Geschichten erzählt, die deutlich machen, dass er einen äußerst unchristlichen, unsoliden Lebenswandel wohl geführt hat. Von all dem hat aber Martin Luther nicht viel mitbekommen. Unter seinen Klosterbrüdern galt er trotz der Skepsis, was seinen rasanten Aufstieg betraf, als besonders heiliger. Und frommer Mönch, längst nicht alle Klosterbrüder, auch in dem reformierten Kloster, nahmen es so genau mit den Regeln, so genau mit dem Beten, so genau mit dem Kasteln und Beichten wie Martin Luther. Er hat sich des Schlafes beraubt, hat jede sich nur bietende Gelegenheit genutzt, die Bibel zu lesen und gehofft, gut genug zu sein, um Gott gnädig stimmen zu zu können. Er war buchstäblich ein Eiferer für Gott, übereifrig. Er hat andere sogar geworben, in das Kloster einzutreten. Was ihm am meisten zu schaffen machte, das war sein Bild von Jesus. Im Kloster sprach man nie über den Jesus, der auf der Erde als Mensch lebte, nie über den Jesus, der Sympathie mit den Menschen hatte nie über den Jesus, der sich gebeugt hatte zu den Armen und Kranken. Man sprach über Jesus als den kommenden Richter, über den, der das Weltgericht halten würde. Für Sympathie und für Beistand wandte man sich viel lieber an Maria oder an einen der Apostel. Luther hat besonders gerne zu dem Apostel Thomas gebetet, interessanterweise, der ja eigentlich für seinen Zweifel bekannt war und von denen man meinte, dass sie im Himmel seien, nach gängiger römisch-katholischer Lehre. Und hier ist vielleicht der eigentliche Hauptgrund für die vielen Anfechtungen des Luthers zu suchen. Er wusste von Christus, er kannte Jesus, aber er kannte Jesus eigentlich nicht. Er hatte viel Richtiges über Jesus gehört, aber auch vieles, was eben nicht der biblischen Wahrheit entsprach. Und so hatte er ein falsches Bild von Jesus. Ein Bild, das ihm Angst machte, sodass er zu anderen Zuflucht suchte, damit diese möglichst Jesus besänftigen würden. Deswegen hat er auch immer wieder solche Angst bei der Messe gehabt, weil in der Hostie, so glaubte er, der tatsächliche Richtende Christus gegenwärtig ist. Manchmal hat Luther es so übertrieben mit dem Beichten und mit dem Fasten und mit der Schlaflosigkeit, dass er regelrechte Ohnmachtsanfälle hatte, dass er Krampfanfälle gehabt hat. Und diese Dinge haben sein Leben lang nie wieder ganz aufgehört. Er ist also wirklich an die Grenzen seiner Existenz gegangen. Und er hätte ohne weiteres andersgläubige verfolgt mit diesen jungen Jahren, die er hatte. Er sagt später, ich hätte erstlich Holz zugetragen über einen solchen Ketzer, der Missam, Zölibatum, hätte ange angegriffen. Mit anderen Worten, wenn jemand die Messe oder das Zölibat in Frage gestellt hätte, Luther sagt, ich wäre der Erste gewesen, der das Holz für den Scheiterhaufen zusammengestellt hätte. Er war ein übertreuer, übereifriger Sohn der Kirche. Er wollte unbedingt der Beste und der Heiligste und der Frömmste sein. Von ihm kann man durchaus das sagen, was Paulus im Galaterbrief über sich selbst sagt. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört. Dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. All das lässt sich am besten zusammenfassen. In jenen Worten von Martin Luther selbst, wenn je ein Mönch mit seinen Anstrengungen ans Ziel gekommen ist, dann hätte das auch bei mir der Fall sein müssen. Er hatte nichts unversucht gelassen, er hatte alles tot genommen und sich mit seiner ganzen Existenz hineingeworfen. Und doch machte er die Erfahrung in diesem Jahr 1507, die auch der Apostel Paulus machte. Er machte diese Erfahrung, dass er... Egal was er tat, er keinen Frieden im Herzen hatte. Ja, er hatte manchmal religiöse Hochstimmung, aber hatte keinen dauerhaften Frieden. Die heile Welt des Klosterlebens bekam unübersehbare Risse. Und Martin Luther war zu selbstkritisch, zu ehrlich mit sich selbst, als dass er das nicht bemerkt hätte. Seine Erfahrung war die, die der Paulus im Römer 7 beschreibt. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, dieser Schrei der Seele, den schon Paulus ausgestoßen hat? Auch der Schrei der Seele im Leben von Martin Luther. Vielleicht, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer, ist das auch ihr, ist das auch dein Schrei. Wir werden sehen in den kommenden Folgen, wie dieser Schrei der Seele nach Anerkennung bei Gott, nach Frieden im Herzen und einem reinen Gewissen, wie dieser Schrei beantwortet worden ist. Wie es weiterging mit Martin Luther und mit all den anderen Reformatoren. Und wie nach und nach dieser Schrei der Seele beantwortet worden ist, sehen wir in den nächsten Folgen, zum Beispiel in der nächsten Folge Wittenberg und zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauer, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Gottes reichen Segen, bis wir uns nächstes Mal hier wiedersehen, wenn es wieder heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.